Die Veranstaltung hat mir gezeigt, dass viele Menschen, wenn sie die Digitalcharta erst einmal das erste Mal hören, zwar begeistert sind, aber gar nicht in die Details geschaut haben. Und mit Details meine ich hier das Verfassungsrecht. Wir haben gesehen, dass manche Menschen sogar ihre Meinung über diese Charta geändert haben. Wenn wir die Charta als Thesen diskutieren, als Meinungskundgebung, dann bin ich da an Bord. Und ich denke, dann hätten wir einen Kompromiss gefunden, mit dem ich sogar leben kann.